Zwei Runden, okay. Ja. Na gut, dann gehen wir mal 45. Das sind sie viel mittlerweile. So, vorletzte Mal. Technisch nicht mehr sehr vorzeigbar. Letztes halt so ganz krass, wenn man da die Routine verliert und das nicht regelmäßig macht. Beim Clean kann man viel kompensieren, finde ich, aber beim Snatch nicht. Wenn man da raus ist, ist man raus, dann braucht es lange, bis man wieder drin ist. Ja, das meine ich. Letzte Runde in 15. Jetzt fängt die Dagmar mal an, dann die Susanne und dann der Johannes. Ausgerechnet. Ja. Letzte Runde ist immer so brutal. Ja, ja. So, Dagmar. Okay. Nicht den Arsch zu zeitig hochschieben. Ja, besser. Ja, schon durchgekauft. Oh, mit Tropfen sogar. Ist aber mutig. Okay. Ich sag gleich was, Susanne. Komm, Power, Power, Power. Geh tiefer runter. Mach dich klein, Susanne. Guck, das war ein Massestretch. Ah, der letzte. So, ich noch schnell. Das war jetzt auch das meiste Gewicht, das ist ja. Aha. Stark. Ja. Ja. Sehr cool. Also, schön. Sag mal, bei dem ersten ist mir aufgefallen, da hast du hier den Arsch. Und da hat der Arsch dich überholt. Da hat die Parallelverschiebung gefehlt. Ja, ah, okay. Der Arsch hat nicht. Ja, das war aber nur im Einrichten, bevor ich die Kraft aufgebaut habe. Also es war. Ja, das war schon im Zug, okay. Denke ich. Und glaube ich, wurde dir kein Gefallen tun mit den Füßen, mit dieser einen Matte. Weil da bist du auch ein bisschen mental eingeschränkt. So eingeschränkt, gell? Den Fuß zu erweitern, weißt du? Weil dann bist du immer gezwungen, mehr oder weniger da stehen zu bleiben. Also dann muss ich auf den Holzboden Matten gehen, weil der andere Boden ist so weich. Ja, wenn du zwei Matten hättest in der Mitte, wäre es besser. Dann könntest du ein bisschen variieren vom Fuß her. Ja. Ja? Und Susi, bei dir? Dann kann ich nicht mehr droppen. Bei dir fehlt mir halt komplett der Power Snatch. Du machst mehr oder weniger ein Muscle Snatch. Und der wurde von Wiederholung zu Wiederholung weniger. Weniger Power, mehr Masse. Deswegen hast du den letzten auch gar nicht mehr hochgekriegt. Ja. Weil du dich nicht klein machst. Ja? Du hast noch nicht verstanden, hier einfach runter. Das ist immer noch ein Power Snatch. Guck mal, ich bin relativ tief, aber das macht schon 20 cm aus an Höhe, wo du weniger das Gewicht bewegen musst. Ja? Ja, ja. Also das musst du wirklich verinnerlichen mit weniger Gewicht. Einfach immer wieder Power, 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 Tief Power, Tief Power und. Ja. Okay, jetzt.
glaube ich, können wir mal das ganze Zeug runterschmeißen. Wir haben jetzt den Snatch Balance. Ach so. Ja, noch. Stimmt. Da haben wir dann nur noch eine Minute. Aber wir gehen erstmal ein bisschen rein. Da kann ich das ja schon üben, wie es runtergehen, ne? Genau. Dafür ist er da. Also da gehst du jetzt schon in den Squat-Snatch sozusagen. Mhm. Und ihr könnt jetzt auch, wenn ihr wollt, schon aus dem Rack arbeiten. Mache ich das schon? Ja. Ich brauche gleich das Rack für die Backsquats. Ich baue schnell mein Rack um. Wir brauchen es dann eh für die Squats. Also insofern könnt ihr das gerne schon aufbauen. Und dann gehen wir nochmal kurz in die Technik rein. Weil wir uns nicht sicher, wie der aussehen soll. Wie der Ablauf ist, oder was meinst du? Ja, wie der aussehen soll, der Snatch Balance. Ja, außen weg. Ja. Im Nacken also, hin. Ihr seht mich? Die Stange sehe ich, ja. Warte mal. Kamera, ach, warte mal. Die andere Kamera noch ein bisschen. Jetzt sehe ich dich größer. So. Besser. Ja, super, perfekt. So muss besser. So, ich mache ganz normale Backsquat-Positionen. Die Hände gehe ich rein, nehme das Gewicht raus. Dann positioniere ich meine Hände nach außen. Bei mir ist es der erste äußere Ring, den ich nehme. Fußposition ist die normale zwischen Hüft- und Schulterbreite. Ellbogen unter der Stange. Dip. Hier, Knie nett nach außen. Dip. Ich beschleunige nach oben und gehe ganz schnell, sobald die Hüfte gestreckt ist, nach unten. Dann wieder fangen. Neu aufbauen. Zack. Okay, mach das bitte mal. Das ist eine gemeine Übung. Da ist für Dagmar wahrscheinlich nicht so von der Mobilität her. Das hat viel Mobilität gefordert. Ja, das ist mir schon aufgefallen, weil ich beobachtet habe bei den drei Snatches vorhin, dass du viel aufrechter bist im Oberkörper. Ja, und ich bin verdreht. Durch meine Schulter bin ich auch verdreht. Ja, ja. Die sind nicht schön. Da kann ich gar nicht so aufrecht bleiben. Okay. Nochmal ein, Susi, mach bitte nochmal einen. Entschuldigung, mach nochmal einen. Jawohl. So schnell wie möglich unter die Stange fallen lassen. Jawohl. Genau, dann das schöne Fang im Trapezmuskel hinten. Ja, Dagmar. Ah, schade. Okay. Ja. Das wird nicht recht viel Gewicht werden halt. Also ich würde hier auch vorschlagen, es ist zwar ein Snatch Balance gesucht, aber ich würde hier eher auf Technikjagd gehen, als auf Gewichtjagd. Da werden wir ganz moderat steigern und wir machen immer 3 pro Minute. Seid ihr damit einverstanden? Ja, ja. Also, ja, ja. Wir haben sehr gut, ich muss einen Ton ausschalten. So. Also wir haben 3 pro Minute. Und ganz, ganz moderat nur steigern das Gewicht. Auch 8 Runden, also wir haben genug Zeit, uns dort rein zu Snatch Balancen. Okay, ich fange mit der leeren Stange an und wir starten in 10 Sekunden. Ah, das fühlt sich schon viel besser an. Also da merkt man schnell den Unterschied, finde ich. Wenn man die öfters macht. Da wird man schön weich im Schultergürtel und Brustwirbelsäule geht ein bisschen auf. Da fühlt sich das alles ein bisschen besser an. In 8 Runden steigert ihr so
Immer 20%? Also ich habe jetzt von 20 auf 22,5 gesteigert. Ich bin immer noch bei 20. Und ich steigere wahrscheinlich so alle zwei Runden. Dann gehe ich auf 18. So, zweite Runde. Bin ich auf 25 oder bleibe ich erst mal zwei Runden? Arbeitest du so rum, Dagmar? Hat das einen Grund? Ja, ich habe gemerkt, dass ich gegen die Wand nicht so gut das Gleichgewicht halte. Weißt du, wenn ich gleich vor mir die Wand und das Fenster habe? Okay. Das ist besser, wenn ich in den Raum reinarbeiten kann. Okay. Ja, denk dran, das ist nur ein E-Mom, also es geht relativ fix. Ja, ist schon die dritte Runde. Sonst schon wieder. Ja, ja. Musst ein bisschen aufholen. Und volle Squat-Tiefe. Also nicht irgendwie so halber Squat, sondern wirklich geht in den kompletten Squat. Und möglichst schnell reinfallen. Ah, Susi, mal nicht steigern mehr nächste Runde. Warte mal, bleibt man noch bei dem Gewicht? Das, ja, das ist klar. Weil versuche mal eher schneller in die Tiefe zu kommen, dass du weniger nachpumpen musst. Du setzt dich noch zu langsam runter, weißt du? Dass du dich eher schneller fallen lässt. Das ist auch ein bisschen Kopfsache. Das ist mein altes Problem, ja. Achtung. Jetzt gehe ich mal auf 27,5. Oh, schaut so mickrig aus mit den kleinen Scheiben. Ja, so anspruchsvoll. Und da merkt man auch gleich die Sehnen und Bänder und was weiß ich, Muskeln, die man wenig beansprucht. Ja, das ist halt eine Übung, die man wirklich, die so komplex ist und sehr in die Tiefenmuskulatur auch reingeht. Und fünfte Runde, wir haben schon über die Hälfte. Klappert so, gell? Ist eh nicht laut. Ja. Wir sind Schlimmeres gewohnt bei dir. Na, sechstes. Ich habe heute richtig Wellnessprogramm bei dir. Ist schon aufgehärtet. Ist auch Zeit geworden jetzt noch. Jetzt haben wir das vierte Jahr bald, oder? Wie lange gibt es die Online-Box? 21? Ja. Warte mal, 20 oder 21 haben wir angefangen? 20. Ich glaube, 20 im Oktober haben wir angefangen. Nein, da wird wieder anfangen, weil. Ja, das sind drei volle Jahre jetzt. Wir gehen ins vierte. Mhm. So. Na? Wer hätte das gedacht, dass wir so lange durchhalten, oder? Hoffentlich noch lange. Also ist Ausdauer doch unseres. So, jetzt nehme ich die Großen. Jetzt wird's schöner. Warte mal, dann habe ich 30, genau, hier ist 30. Vorletzte Runde kommt jetzt gleich, wenn es gibt.
Das letzte machen wir wieder versetzt. Jetzt nochmal gemeinsam und dann nochmal versetzt. Diese Puppe kann. Also jetzt kommt der Punkt langsam. Ah ja. Ah, schade. Jetzt habe ich geredet, aber heute gelacht. Alles gut. Ah. Ich finde, jetzt kommt der Punkt, wo ich mich langsam warm fühle. Ja wirklich, das dauert ewig. Also ich fange jetzt an mit Piep. Dann die Dagmar, dann die Susanne. Machen wir es mal wieder durch. Okay. Ich habe jetzt 32,5. Super. Sieht aus wie nix. Yes. Das war nur viel zu einfach, Jochen. Da musst ja, du ja. Ja, ja, ich merke das. Jetzt bin ich richtig warm. Jetzt ja. Den sind sie leicht. Ich muss schauen, dass ich hinten bleibe. Aber schön. Ja, letzten nochmal konzentrieren. Wow. Konzentrieren die letzten. Ja, sehr gut. Okay. Also du brauchst es eh wieder weg. Legst ins Weg rein. Ja, stimmt. Susi. Ja, mutiger Susi. Komm, Kopf ausschalten. Zur Not schmeißt es weg. So, der letzte wird der schönste. Komm. Ja, hast mein Handy Schrott. Runter mit dir. Super. Okay, super. Jawohl. Okay. Also, Dagmar, bei dir neigt da immer so ein bisschen kurz davor, als wenn du den Kopf verlierst. Ja. Ja, das sieht man richtig. Das ja, deswegen war auch immer der letzte, so der kritische bei dir. Ja, also da musst du gucken, dass du einfach ein bisschen mehr hinterm Kopf bleibst, ja? Weil die Mobilität hast du ja, das ist ja nicht dein Thema. Ja. Dass du einfach mehr hinterm Kopf schiebst. Dass der Schwerpunkt mehr hier in der Körperachse, wenn du hier nach vorne gebeugt bist, bleibt der Körper, der Schwerpunkt, warte mal, das zeige ich dir mal. Ja. Du weißt zwar sowieso, was ich meine, aber dann bleibt... Das muss ich so bewusst achten. Guck mal, wie viel das schon ist, weißt du? Ja. Dass du eigentlich schon da sein müsstest mit den Armen, ja? Ja, aber da fehlt auch mir die Mobilität. Das ist. Wirklich? Ja, die ist schon sehr viel besser geworden. Na, das ist eine Beschwerde auf hohem Niveau, aber trotzdem merke ich, es könnte besser sein. Ne? Im Vergleich. So, jetzt wieder meine Frage. Wir haben jetzt Backsquat, wir suchen den OneRep Max. Ich würde jetzt als Kompromiss, es ist E2 Mom mal 7, ich würde jetzt auf 1,45 gehen. Weil wir sind ja ab der vierten Runde sind wir dann immer nur noch bei einer Wiederholung. 5, 4, 3, 2 und dann 3x1, bis wir den OneRep Max gefunden haben. Ist das okay für euch oder ist das zu wenig? Okay. Ja, ich bin mit dem Umstecken jetzt auch schneller. Passt okay. Schon. Also dann machen wir mal einen Warm-Up-Squat-Satz. Da können wir natürlich jetzt auch auflegen. 4. Aber die Wiederholungszahl lasst du. 5, 4, 3, 2 und dann 3x1. Mhm. Also ab 3 können wir dann auch langsam den Gürtel einsetzen. So, ich mache jetzt mal einen ersten Warm-up. Mit 50. Oh.
Ich glaube, ich starte so bei 65 oder so. Wo sind denn meine dicken Tillers? So, seid ihr soweit? Warte. Fünf. Susi, dein Startgewicht? 60. Was? Ah, ich geh gleich. Okay, also 1,45 Zeit, kein Stress, 10 Sekunden, 5 Wiederholungen. Oh, ich glaube, das wird heute nicht mein schwerer Tag. Ich finde diese schwer an. Jetzt auf 70. Ja, ich gehe auf 72 schon. Jetzt komme ich nicht so weit. Ich nehme die Runde, die Runden aus. Ihr habt die großen Scheiben. Jawohl. Was sind das? Die 15er oder 20er? Was hast du? 15, alles. Sind das die größten, die du hast? Ja. Hm. 30, 40, 45. Jetzt vier, gell? Ja. Quasi, ich pack euch mal woanders, wie quasi ich doch mal droppe. Haben wir aber noch Zeit. Ist noch Zeit. Noch gute 10 Sekunden. 4 Stück. Alter, ist das schwer heute. Was ist denn los? Picario! Aber wir haben doch letzte Woche Backswoods gemacht und dann war es auch dabei. Ja, aber mir liegen auch noch von Samstag die Backswoods. Da hatte ich lange mit zu tun. Ja. So. Das war 80. Okay, 80, Susanne. 70. Nehme jetzt mal meinen Gürtel. Drei, ne? Ja, aber noch 30 Sekunden Zeit. Ich
Kannst du dich noch erinnern, Dagmar? Ich glaube, da warst du auch noch in der Box. Da haben wir immer unsere Zyklen gemacht. Backsquat und Frontsquat-Zyklen. Zweimal die Woche. Ein Tag Frontsquat, ein Tag Backsquat. Dann haben wir mal 3 Minuten gehabt für 2 Leute. Dann hatten wir mal drei Minuten. Ja, doch. Ja, ja. Stimmt. Vor dem Workout war das immer. Ja, genau. Also ich wollte heute die 100 anbieten, ja, aber das wird nichts, das merke ich schon. Jetzt mal auf 90. Becker, fährst du jetzt? Hey, viel Spaß und einen schönen Gruß von mir. Möcht die vielleicht mal zwischendurch, hm? Tschüss! Fünfzehn Sekunden, jetzt kommt der letzte Zweier und dann gehen wir in den Einer. Dreimal. Also noch 4 Runden. Jetzt auf 95. Susi, wo bist du? Jetzt auf 80. Aber da ist die 100 halt drin, Jochen, oder? Er will uns doch verarschen, oder? Nee. Das hat, fühlt sich wirklich. Ehrlich? An. Ja, wirklich. Denn wo ist der? Bin mir nicht sicher. Also, mein Bestwert. Ich meine, 100 ist ja eh nicht viel für Mann, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mein Bestwert war mal 105. Oder 107,5, irgend sowas. Deswegen 100 dachte ich, ist noch realistisch. Mal schauen. Respekt. Aber guck mal, letztes Jahr in der Fitness-Bundesliga hatten die einen Workout, da mussten die auf Zeit Backsquats machen mit 130 Kilo. Da hatten die, glaube ich, 4 Minuten oder 5 Minuten, ich bin mir nicht sicher. Und da haben die teilweise 40, 50 Stück gemacht damit. Okay, Wahnsinn. Ja, ja, wirklich. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das sieht so aus, als wenn ich 50 drauf habe von der Frequenz. Ja. Aber. Und drittletzte Runde. Die Sonne kommt raus. Jawohl. Eine Wiederholung. Mein Problem ist, dass ich die gar nicht aufwerfen kann. Ich muss hoch, gell? Also so. Ja, das ist natürlich doof. Deswegen habe ich mir. Guck mal, ich habe mir gerade die Matten hingelegt. Ja, weil ein. Also, das ist tatsächlich immer nur so. Ja, ja, da müsste eigentlich ein starker Mann hinter dir sein. Auf Sicherheit. Dein Mann müsste da sein und dann. Der kann das auch nicht halten. Ja, doch, aber der kann mit dem Hochgehen unterstützen. Aber mein Wattestäbchen da an der Stange, das kann er schon halten. Wattestäbchen? Och, meine 60 Kilo, die halt der locker. Oh, da geht ja so lange das Herz auf, wenn sie Wattestäbchen hört.
So, was haben wir jetzt drauf? Jochen. Bitte? Ich habe jetzt 97,5. Okay. Den letzten hebe ich, die 100 hebe ich vom letzten auf. Wenn der vorletzte klappt, dann mache ich die 100. Und ich bin auf 63, ich gehe dann auf 65. Susi, wie viel hast du? 80. Aber da warst du vorhin schon, oder? Boah, geil. Ja. Habe ich gar nicht. Ach, hast du nicht geschafft, oder? Doch, doch, aber ich glaube ich nicht noch mehr. Okay, ich gucke bei Susanne. Komm, Susanne. Ja. Schiss Faktor, gell? Sie ist durch, Susanne. Ja, komm, 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 komm. Ach, der sieht gut aus. Mach 82,5. Sag mal bitte. Ja, der ist auch sicher. Der ist sicher. Da kannst du schon noch ein bisschen hochgehen. Ohne dass du Angst haben. Ja, ja. Ja. Ich würde dann langsam hoch, aber sonst. So. Das stimmt. 97,5. Wir schauen. Ja, schau. Okay, 100 machen wir jetzt. Da war es jetzt so schnell in der Streckung. So, sehr schön, wenn die Valerie wenigstens da noch ein bisschen weniger hat als ich. Ob es da denen gefallen tut? Dafür hast du uns ja. Ja, aber ihr rückt mir auch immer näher. Das ist alles so furchtbar. Nee, aber ist doch gut. Wir haben ja auch einen anderen Anspruch. So, letzte Runde. Susanne beginnt. 82,5. Ja. Ganz tief die Luft rein, bevor du runtergehst. Und ja, komm, 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 ja, ja, ja. Ah, sehr gut. Ach, schau. Position, schön, schön kompakt. Da ist auch noch was drin, Susanne. Da hättest du ein bisschen mehr nehmen können. Also eher schon steigern. So, Dagmar. 65 oder was hast du? 65. Jawohl. Nie. So, tief atmen. Und komm, guck mal, wie der durchgeht. Jawohl, sehr sicher war der. Locker, easy. Gratulation. Ah, danke. Aber das linke Knie, man, du bist hier gejammert. So, 100. So, Jochen. Jawohl. Knack die Dreier, die dreistellige. Super. Geht schon, geht schon, geht schon. Ha! Und das sind 100? Ja. 20 Kilo, 10 Kilo, 2x5. Das sind 60, 70, 80, 90, 100. Das sind genau 100. Stark. Also 20er Stange, gell? Ja. Ja. So, dann können wir das ganze Zeug wegräumen. Wir brauchen jetzt nur noch Medizinball und unsere Füßchen und den Bauch. Und die Wand. Und die Wand, genau. Ich möchte mit euch die Sit-Ups auf dem Boden machen, nicht die GHDs, bitte. Okay. Du musst mal vorne, mal hinten. Ach, das zeigt uns ja. Ja, wir machen das gleich. Ich lasse mich einfach aufräumen. Ja. Aber du solltest dir mal irgendwelche alten Videos angucken von den CrossFit-Weltmeisterschaften bei den Altersklassen. Weil ich glaube, das geht bei 55 los, wo die anfangen, den DXD
wo die eine Box hinter dem GHD haben, dass du nur auf Boxhöhe mit den Händen runtergehst. Ja, das habe ich bei Valerie auch gemacht, aber das habe ich jetzt so oft gemacht, dass ich tatsächlich schon den Unterricht. Ja, also das ist so eine Übung. Kann aber auch voll was anderes sein. Da habe ich meine Bandscheibe immer wieder sehr, sehr stark beansprucht, deswegen mache ich die gar nicht mehr. Ach, der Arzt hat doch gesagt, mit in die Überstreckung dürfte ich damit eigentlich gar nicht mehr. Eben. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Übung. Da musst du schon gesund sein, um den vollen Bewegungsumfang zu machen. Aber Valerie hat mir das gezeigt, nur runter, soweit, dass du gerade bist auf einer Strecke. Und das zieht schon ganz schön im Unterbauch. Das ist schon eine coole Sache. Aber muss ich jetzt nicht jeden zweiten Tag haben. Nee, muss auch nicht. Also deswegen würde ich heute gerne die Sit-Ups nur mitmachen. Vor allen Dingen kommen ja auch noch eine Menge Sit-Ups am Donnerstag. Ach, morgen ist ja Donnerstag. Morgen ist Donnerstag. Aber ich glaube, das sind bloß 100, oder? Kann ich sagen? Einmal 100? Oder morgen? Morgen machen wir Zacharia. Das heißt, wiederholt sich ja dann immer. Ja, aber die werden dann so leicht sein, weil du heute Gewicht hast. Morgen haben wir dann. Ach, selbstverständlich. Selbstverständlich. Morgen ziehe ich eine andere Buchse an. Wie viele Scheiben habe ich denn hier draußen? Ist aber ohne Kissen jetzt, ist gedacht. Klar, ne? Wegen dem Ball. Kannst du machen, wie du willst. Wie machst du denn? Ich mache ohne. Ja, mache ich auch ohne. Aber das ist dir freigestellt grundsätzlich. 10, 20, 30, 40. Achso. Magst du mir hochscrollen nachher? Andersrum wäre das ja mal. Ja, ich hatte es erst andersrum da zu stehen, dann dachte ich, nee, heute machen wir es mal so rum. Heute machen wir die fiese Variante. Mhm. Also ich würde die Weighted Sit-Up, ich habe jetzt keine Vorgabe von Valerie gekriegt, aber ich würde die schon mit Schwung machen, dass wir hier hinterm Kopf starten und zwischen den Beinen stoppen. Auch mit dem Ball, okay? Genau, alles mit dem Ball. Sitzt du, jetzt habe ich dich gesehen, sitzt du in der Grätsche oder im klassischen Fußsohlen? Ja, ich habe die Beine hier so in der Grätsche angewinkelt. Genau. Ja, hast du gesehen? Ja. Bodenkontakt, Ball. Genau, hinten, vorne, Bodenkontakt. Mach mal bitte. Genau, so wie. Au! Ich weiß nicht, ob ich die Wallballs machen kann. Komm, sag mal, zeig mal. Ja. Guter ATX-Ball. Oh, die sehen ja so leicht aus. Wie schwer ist denn der Ball? 6 Kilo. Die sehen aber echt leicht aus. Ja, noch. Jetzt haben wir gerade so viel Gewicht bewegt. Ja, schon. So, dann mal noch ein paar Warboards. Ja, ja, ich sehe es. Ja. Ich mache mal 10 Warboards, um ein bisschen reinzukommen. Die wären gemein. Ah, ja. Und dann noch unser Shuttle an. Dann brauchen wir genau 4 Meter. Und wieder vorne, hinten rühren, vorwärts, rückwärts laufen, das übliche Spiel. Ja. Und Wiederholungszahl, so wie es dran steht. Das heißt, ich sollte mit dem Laufen da anfangen, wo der Ball liegt. Dann hört er nämlich da auch wieder auf. Dann habt ihr nicht. Also, das ist eins. Hier ist eins, da hinten nein, wäre zwei. Nein, nein, nein. Aha. Das ist null, logischerweise. Du läufst ja noch nicht. Also einmal vor, eins, zwei. 3, 4, 5 und so weiter.
Aber hinten, ja, gut, klar. Also, aber okay. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, also das den ersten darfst du eigentlich nicht mitzählen. Ja, man neigt immer dazu, wenn man die Hand berührt. Ja, vielleicht. Eins, eins genau. Zu machen. Das geht mir auch so. Ja. Ja. Okay, gibt's noch Fragen? 18 Minuten Timecap. Sollte für euch locker reichen. Auf mein Knie klappt. Silberrücken wird's eng. So, ich glaube. Also die Schulter wird zwischendurch bei den Sit-Ups. Ja, das geht ordentlich auf die Schulter mit dem Ball. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. So. Ja, und auf Brust dieses du fängst hinten an, ne? Ja, passt das so, Lautstärke? Ja. Nee, Susi, Entschuldigung. Also, ich schreibe mal hier vorne anfangen. Also das machst du ja bloß eine halbe Wiederholung, genau. 10 Sekunden, viel Spaß. Viel Spaß. 10, 10, 10, erste Runde. Okay. Und los geht's. Was könnt ihr jetzt suchen? Musik stört heute. Thank you.
Geht schon für die letzte, sag mal.
Komm. Vollgas beim Laufen. Ja, 15,55 glaube ich. Sehr gut. Ah, das hat doch mal gut getan. 15,55. Das war mal nicht so ein Todesrekord. Gestern Abend, seid froh, dass ihr gestern Abend nicht da wart. Doch, das war cool. Ach, aber so modell mit Zeitpuls mit 32,5 ist brutal. Ja, das haben die meisten unterschätzt. Ah, das werde ich Sonntag mal machen. Guck drauf. Aber dann richte dich mal auf 50 Minuten ein, gell? Ja, mach ich nichts anderes. Ich habe mich da völlig verkalkuliert. So, super, sag mal, super Susanne, super Jochen. Ja, war schön. Jetzt gucke ich mal, was ich kalkuliert habe bei dem Workout an Zeit. Oh, habe ich das schon weggemacht? Passt schon. Ja, aber ich hätte, glaube ich, irgendwas um die 14 Minuten kalkuliert, rein rechnerisch.
Dann dachte ich, machen wir noch mal sicher 18, na, dann passt das. Da kommen wenigstens alle durch. Genau. Genau. Witzig, die Volvo, ja, wenn du. Ja, Volvos und die Sit-Ups sind dann immer flüssiger geworden. Die 40 habe ich durchgemacht. Stark. Was durchgemacht? Unbroken, die 40 Sit-Ups. Die Wallballs. Ach so. Ja gut, die Sit-Ups. Na, die Wallballs. Aber die Wallballs, also. Nochmal langsam, danke. Die Wallballs hast du 40 am Stück gemacht. Nein, nein, nein. Die Sit-Ups sind zum Schluss immer besser, besser und leichter geworden und habe dann am Ende die 40er Runde unbroken gemacht. Und auch die Wallballs werden flüssiger während dem Workout, aber mehr als 15 unbroken habe ich nicht gemacht. Waren dann immer 10.